Hallo, hier ist Steffen von AzubiJump. Heute mit einem spannenden Thema, und zwar Feedback. Feedback, warum ist Feedback so wichtig? Feedback verfolgt uns im Grunde genommen unser gesamtes Leben. Wir tun Dinge, um Aufmerksamkeit zu erregen, um zu schauen, ob es wahrgenommen wird, ob wir wahrgenommen werden, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das machen wir schon von klein an und das hört natürlich in der Ausbildung nicht auf. Wir kommen jetzt noch in einen Bereich rein, der durchaus herausfordernd wird, weil die Jugend, die wir jetzt in unserer Ausbildung bekommen, die sind nun mal im digitalen Zeitalter groß geworden. Das heißt also, die Medien, das Internet ist immer präsent und das hat schon etwas auch in der Entwicklung unserer Gesellschaft durchaus etwas verursacht. Ja, wie funktioniert Feedback heute und warum sind Jugendliche in der heutigen Zeit so, ich sag mal, so digital besessen unterwegs? Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich in dieser digitalen Welt permanent auch schnell ein Feedback erhalte von dem, was ich da tue oder über das, was ich da tue. Und das zieht letztendlich auch in unser Arbeitsleben rein. Und was wir mit der Ausbildung machen wollen, wir stehen schon durchaus im Aufmerksamkeitsgrad mit den Auszubildenden in Konkurrenz mit digitalen Medien. Das heißt, lohnt es sich jetzt hier am Ball zu bleiben oder ist es doch eher spannender, auf dem anderen Weg gerade unterwegs zu sein? Da müssen wir uns heutzutage wirklich Gedanken machen, wie das zukünftig sein kann. Also was bedeutet Feedback? Feedback bedeutet auf der einen Seite Sicherheit. Sicherheit ist ein Wert, der sich nicht verändert hat, der für die Jugendlichen heute genauso gilt wie für uns, also für mich vor 25 Jahren, als ich meine Ausbildung gestartet habe. Und das hat sich nicht wirklich verändert. Feedback ist auch wichtig, um eine Rückmeldung zu bekommen. Das heißt, bin ich auf dem richtigen Weg? Und es ist auch etwas, Feedback ist heutzutage auch wichtig, um die Aufmerksamkeit wieder zu erlangen, des Gegenübers auf diesem Weg mitzukommen. Weil der Jugendliche macht heute immer wieder den Abgleich, lohnt es sich für mich, diesen Weg weiter zu folgen? Also ist es spannend, das, was ich hier tue? Ja, wie sollte so etwas funktionieren? Ich weiß, dass sich viele schon schwer tun mit einem Jahresgespräch. Ja, also einmal im Jahr sich hinzusetzen und seinem Gegenüber mein Feedback zu geben. Geschweige denn im Quartal. Und jetzt kommen wir mit der Herausforderung, jetzt will man permanent ein Feedback haben. Das kann so sein, das kann verbal sein, das kann ein Schulterklopfer sein, was auch immer. Wichtig ist dabei, eine Rückmeldung zu geben. Gerade wenn wir es jetzt heute mit Jugendlichen zu tun haben, wo die Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß ist. Und die nimmt ja tendenziell ab. Das heißt, wenn es etwas nicht spannend ist, dann suchen wir heute reflexartig nach irgendetwas, was noch spannender ist. Also es ist ja nicht nur bei Auszubildenden so, sondern das ist ja, sag ich mal, durch die gesamte Bevölkerung so. Im Bus zu sitzen, sich Leute anzuschauen, wer macht das heute noch? Ja? Also da wird ein Telefon rausgeholt und wird irgendetwas nachgeschaut, also irgendeinem anderen Thema die Aufmerksamkeit gewidmet. Und das ist völlig normal heutzutage. Ich saß letztens bei einem Arzt im Wartezimmer und von diesem Wartezimmer gab es eine wunderbare Aussicht. Ich glaube, ich war der Einzige, der diese Aussicht genossen hat. Alle anderen waren plötzlich in ihren Medien unterwegs. Oh, so, und weil das so ist, ist es sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, wie können wir diese kurzen Schleifen einbinden, damit wir die Aufmerksamkeit wie immer wieder bekommen. Das heißt, macht es Sinn, nach kurzen Arbeitsschritten eine kurze Rückmeldung zu geben? Und wenn es nur ein Blickkontakt ist, es macht Sinn, vor Pausen sich kurz mal auf das Entstanden oder auf den Arbeitsprozess zu schauen und mal eine Rückmeldung zu geben, wo derjenige gerade steht. Es macht Sinn, abends, bevor es in den Feierabend geht, mal gemeinsam auf das Geschaffene zu schauen und mal so eine Rückmeldung zu geben. Und natürlich macht es auch Sinn, in einem wöchentlichen Feedback, mit dem ich sogar so arbeiten kann, dass ich das Berichtsheft nehmen kann und im Grunde genommen über die gesamte Arbeitswoche einmal reflektiert drüber schauen kann und dann auch eine Rückmeldung über meine eigene Wahrnehmung zu geben. Aber Achtung, Feedback heißt in unserer Kultur hier oftmals, wir sprechen die negativen Punkte an und ich plädiere dafür, überlegen Sie sich bitte, was läuft da gerade gut und sprechen Sie diese Punkte an. Man kann das so machen, mir hat besonders gut gefallen und wenn dir etwas nicht gefallen hat und für die Zukunft wünsche ich mir von dir das. Das sind ein paar Ideen zum Thema Feedback, aber dann kommen wir auch in späteren Sequenzen auch nochmal tiefer drauf ein. Vielen Dank.
Azubi Jump. Jung, engagiert, zuverlässig. Der Sprung in die Zukunft.